Hallo liebe Kampfkunstfreunde, wie geht es euch? Hier ist wieder euer Marek. Mir geht es gut. Die Anna, meine Frau, ist nach 6 oder 7 Wochen wieder zurückgekommen, weil sie war bei meinen älteren Söhnen in Wien zu Besuch und dann irgendwie ist sie da auch stecken geblieben durch diese ganzen Maßnahmen und so weiter. Und vorgestern ist sie zurückgekommen. Heute, ich habe schon lange auf so ein Video gewartet, ja, dass man sieht, weil manche glauben es einfach nicht, wenn ich denen sage, ein Ringer oder ein BJJ-Kämpfer ist unter Umständen auch ziemlich gefährlich auf der Straße, beziehungsweise kann er sich auch gut verteidigen, weil die kommen da immer mit nur im Stehen und Boxen. Auch ein BJJ-Kämpfer kann ziemlich gefährlich sein, vor allem die trainieren auch ziemlich hart, die sind hart im Nehmen und so weiter. Und, wenn sie, und auch ein BJJ-Kämpfer kann mit Fäusten was machen, kann er austeilen, ja, nicht wieder manche, aber er kann sich nicht mit Fäusten verteidigen. Das ist, kommen meistens so Sprüche von jemandem, der wirklich null Ahnung hat. Da in dem Video sieht man vor allem, wie gefährlich das sein könnte, wenn du gegen einen BJJ-Kämpfer kämpfst auf der Straße, wo du harten Untergrund hast. Das sei nichts damit mit Dojo, mit weichen Untergrund und stehst wieder immer wieder auf und so weiter. Obwohl dieser Typ, das ist so Spargeltarzan, gegen den er kämpft, und ihn eigentlich angreift, der immer wieder aufsteht, ja, nach so richtigen Würfen und Knallerei auf den Asphalt, steht er wieder auf, entweder ist er auf Drogen oder ich weiß nicht, was für ein Terminator, da ist er kaum 60 Kilo, aber ist wahrscheinlich hart in Nehmen oder ich kann es mir das nicht vorstellen, das zeige ich euch gleich. Ich möchte mich nur kurz, bevor wir weitermachen, bedanken beim, haben wir die Namen geschrieben, Roland, Tamara, und Annabelle, vor allem bei dem dritten Namen, musste ich die ganze Zeit nachdenken, von wo ist mir dieser Name so bekannt. Und erst dann später ist mir eingefallen, es gibt so ein paar Horrorfilme, die Annabelle heißen, das ist mit so einer Puppe, glaube ich zumindest. Und die haben sich bei mir bedankt. Marek, vielen Dank, dass du uns die Augen aufgemacht hast. Wir, und alle von denen schauen, sind keine Kampfkünstler oder Kampfschauer, trotzdem schauen alle meine Videos, aber vor allem haben sich bedankt, weil sie diesen letzten Online-Kurs von mir gekauft haben, von Kampfsportler zum Businessman, ja. Ich wollte schon, beziehungsweise einige von euch draußen haben mir geschrieben, schon vor Monaten, Marek, warum machst du nicht etwas, wo du den Leuten erklärst, wie du es geschafft hast, was du da alles gebraucht hast, um so weit zu kommen und so weiter, weil es gibt da draußen viele Scharlatane, die Tausende von Euro verlangen, aber selber sind diesen Weg nicht gegangen. Posen da mit irgendwelchen gelisteten Uhren oder Autos, nur euch zu verarschen und euch zeigen, wie du 10.000, 20.000 im Monat verdienst, selber kommt ihr auf keine 1.500 im Monat. Und da muss sie wirklich sehr aufpassen, aber ich mache keine Coachings, gar nichts. Das interessiert mich, ich habe auch keine Zeit dafür, aber habe ich trotzdem wochenlange Arbeit reingestellt in einen Online-Kurs, der mehrere Stunden dauert, wo ich euch zeige, auf was es wirklich ankommt, auf was du wirklich aufpassen musst, weil immerhin ist das schon mein 7. Jahr, wo ich so frei und unabhängig lebe, über 50 Länder bereist. Und wir sind ausgewandert mit nichts, ich mit meiner Frau und 4 Kindern und von nichts haben wir was ausgebaut, ja, aufgebaut, sorry. Und deshalb wollte ich das auch mit euch teilen, auf was ich aufpassen muss und so weiter. Und da wollte ich mich bedanken bei diesen Leuten, weil die geschrieben haben, vielen Dank, du hast uns die Augen aufgemacht und jetzt sehe ich wirklich, auf was es ankommt, auf was ich aufpassen und was muss ich anders machen, was muss ich ändern, vor allem bei mir selber, weil das ist sehr, sehr wichtig, ohne vor allem Tausende von Euros dafür auszugeben und eventuell dann noch in tieferen Loch zu landen, wie man davor war. Okay, aber jetzt starten wir mit dem Video. Nochmal vielen Dank an die, die mir diese E-Mail geschrieben haben. Danke euch. Okay? So, was sagst du zu dem Video? Ich muss gleich am Anfang sagen, gleich bei dem ersten, ja, der ist da mit Schlägen gekommen und der wollte ihn höchstwahrscheinlich, wollte irgendein ungeschickter Takedown, weil das hat eigentlich nach nichts ausgesehen. Der hat einfach diese Kraft mitgenommen und hat ihn
so quasi über die Schulter geworfen. Das habe ich auch oft gemacht, wie ich da mit meinem Freund oder wenn ich da mit meinem Freund Sparring mache. Und er hat auch oft diesen gleichen Fehler gemacht, so richtig Druck nach vorne. Ich habe dann den Druck aufgenommen, habe ich mich über ihn jedes Mal auf die Schulter und dann war ich auf ihn drauf und konnte ich dann nachschlagen, aber selbstverständlich in Sparring. Ja, und da am besten hat mir gefallen dann gleich die zweite Sequenz, wie aufgestanden, ich hatte ihn hier gegriffen und dann wirklich schön über die Schulter, bam. Und da habe ich mich gefragt, jeder, der weiß, wie es sich anfühlt, auf den Rücken zu landen, wenn die einer hochhebt und knallt auf den Asphalt, dann weiß, wovon ich rede. Das ist so schmerzhaft, ich habe ein paar Mal nicht einmal die Luft bekommen, ja. Ich habe schon einige Male auf den Rücken gelandet und das ist sehr unangenehm. Und dieser Typ da, diese Spargeltarzan, der steht immer wieder auf und will weiterkämpfen. Ja? Und dann jetzt wieder, boom, noch einmal auf den Boden. Dann steht er auf, der befreite sich. Schau, jetzt wieder, man sieht auch, dass er Erfahrungen hat am Boden. Ja? Das ist nicht irgendein Straßenschläger, dieser Typ oben, ohne der da einfach nur paar Filme gesehen hat, das musst du auch mitmachen, ja. Und da hat er ihn da paar eingeschenkt auf den Boden und dann geht er von ihm weg, aber er gibt einfach nicht nach. Und da sieht man vor allem, da sieht man, wenn jemand dich irgendwie aus dem Gleichgewicht bringen will, wie er sich schon breit gemacht hat, dass ihm das nicht gelingt. Das machen nur BJJ-Typen oder MMA-Leute, die das wirklich auch im Ring einsetzen. Und er will eigentlich nicht mehr kämpfen und er steht wieder auf und will weiterkämpfen und ja, schaut euch das an. Das heißt, er kann nicht nur am Boden, sondern auch mit den Fäusten austeilen, auch wenn nicht jetzt irgendwie, ja, jetzt hat er kassiert und so weiter. Man hat auch gesehen, dass er nach dem Schlag die Faust fallen lassen hat. Aber ja, viele schreiben auch, wenn ich bei den letzten Videos auch, ja, Marek, aber mit den Fäusten, das kann gefährlich werden und so weiter. Ich würde lieber das und das und das machen. Ja. Ihr habt so viele Möglichkeiten. Ihr habt einen richtigen Plan in deinem Dojo oder du, was du alles machen würdest. Dann kommt es auf die Straße und auf einmal machst du trotzdem was ganz anderes. So war das zumindest mein Fall. Ja, ich würde das und das und das machen. Und auf einmal kommt irgendein Irrer, will sich mit dich prügeln, mit dir prügeln oder wie auch immer. Oder noch, boom. Und das war das Einzige, was du eingesetzt hast. Ja, weil das kommt dann auf diese Einfachkeit, nur die einfachen Sachen funktionieren. Das, was du da mit deinem Partner tausendmal geübt hast, muss nicht auch heißen, dass das genau so gleiche Ablauf auf der Straße hat. Das darf man nicht vergessen, ja. Und ja, ich glaube, die Herren, da sieht man, danach haben aufgehört. Was mir am besten gefallen hat, die haben sich die Hand gegeben und sind dann auseinandergegangen. So war das früher auch bei uns, wie ich jung waren und wenn ich dann gesehen habe, haben sich irgendwelche geprügelt, haben sich danach die Hand gegeben und jeder ist seine Richtung gegangen, ja, und nicht noch danach irgendwie nachtreten, gegen den Kopf treten und so weiter. Das kann ich einfach nicht leiden. Das habe ich schon im letzten Video gesagt. Ich weiß nicht, was mir jemand antun müsste oder meine Familie, damit ich jemanden, der am Boden liegt, noch gegen den Kopf trete. Jetzt wahrscheinlich musste meine Familie angreifen oder damit müsste mich mit Waffe, mit einem Messer bedrohen. Sonst kann ich mir nicht vorstellen, bist am Boden, okay, bleib am Boden und ich geh weg. Sonst kann ja passieren, dass du noch gegen übertriebene Notwehr angeklagt wirst. Ja, und das ist auch nicht das Wahre. Dann singst du auf dasselbe Niveau wie von so einem Vollpfosten, der unbedingt nur die Fäuste sieht und wir sich nur schlagen und so weiter. Ja, das wollte ich unbedingt zeigen. Passt sie bitte auf, weil sollte das bei euch irgendwann der Fall sein und da hebt euch jemand auf und knallt auf den Gehsteig, Asphalt und da kannst du auch auf irgendeine Kante landen und so, es ist immer ziemlich gefährlich. Normalerweise passiert das gar nicht so oft, dass dich jemand so ein paar Mal auf den Boden knallt und trotzdem weiter aussteht. Entweder war es nicht hart genug oder der Typ ist auf den Drogen oder keine Ahnung was. Oder kann einfach einstecken, ja. Kann auch sein. Das denkt man sich bei manchen Typen auch, wenn der so viele Schläge bekommt und glaubst, der hat Kiefer aus Beton oder aus Titan oder so, der geht einfach nicht unter. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Es tut mir wirklich für euch leid, für euch Deutschen, aber für meine Freunde in Deutschland und in Österreich, die mir schreiben, ja, wir würden schon so gerne trainieren, Marek, wenn wir sehen bei dir, wie frei alles ist offen, alles ist voll, man trainiert ohne irgendwelche Maßnahmen hier.
Ja, wirklich, das geht mir so auf die Nerven, weil ich sehr viele Freundinnen habe. Ja, ah ja, noch eine Frage. Immer wieder fragen die, was kann ich den Leuten für welche Schule, wenn es wieder offen hat, in Deutschland empfehlen? Ich bin kein Deutscher. Habe auch nie in Deutschland gelebt. Das heißt, ich habe dort nur Seminare gemacht, ja. Aber Schulen, die ich euch empfehlen kann, ist Frank Fuchs von Ludwigshafen, ja. Und eventuell der in Hamburg, der Axel Wagener, ja. Oder in Nürnberg, der Ahmed Kaidul. Das sind so Schulen, die ich kenne, mit denen ich schon Videos gedreht habe oder mit den Leuten, ich mich austausche und ich kenne. Aber sonst, ich kann dir nicht sagen, was ist zum Beispiel in Dortmund, was ist in Köln oder so. Keine Ahnung, ich war nicht einmal dort und kenne auch keine Schulen. Deshalb kann ich dir auch nicht direkt was empfehlen. An alle, die keine Zeit haben, kann ich euch und wollt sie wirklich eure Bodymechanik und eure Explosivität steigen und vor allem bisschen mit den Waffen sich auseinandersetzen, dann den 2.0 Online-Kurs und Messerkurs würde ich euch empfehlen. Das bringt euch wirklich weiter. Vor allem Umgang mit dem Messer, Umgang mit Stock und so weiter und so fort. Okay, vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank für eure Abos. Abonniert bitte mein Video, gib mir ein Like, würde ich mich sehr freuen und man sieht sich wieder in den nächsten Video. Ciao, ciao.